So, na, also. Ah, Restart kommen also hier im Spiel 3D Max gegen Imaginary Gaming. Mit dürfte auch das vorletzte Spiel sein. Nachher müssen die Franzosen nämlich noch gegen Nip ran, die sich gerade schon mal fleißig gegen einschießen. Auch schon die 13. Runde, also das dürfte relativ zügig vorbei sein. Major an dem Fenster schnell eingenommen. Oscar aber Hausfreck gemacht oder was? Hier unten, aber da ist sehr offensiv, da kam auch kein Refrag. Sehr strange. Mal sehen, was Oskar da noch in der Laube machen kann. Oh, der One-Shot. Oh, Guardian auch noch vom Hass. So ein Haus, Shoxi, letzte raus. Kriegt auch in die Fresse. Krasse Pistole von 3D Max, also nur Headshot, glaube ich. Stark von Oskar mal wieder. Vorhin gegen Artinet auch mit einer der besten auf dem Server gewesen. Warum nicht Nip? Jupp, weil Gold von down ist. Die da sind. Was für eine weiße Show dort in der Action. Oh, die Runde wird knapp. Die wird knapp. Oh, zum Glück der Guardian noch gestanden am Spot. Snakes deckt ihn. Kommt er vielleicht irgendwie in die Waffe? Boah. Nice. Gut gerettet noch von Guardian. Und Oscar. Noch mal sparen. Stark. So, mit der Echo jetzt eher wenig Probleme gehabt. IMG geht in die erste Equip Round. Schöne Molly gepickt irgendwann von dem Tee. So aufpassen links. Schießt Kapi wieder unten am Anlegen. Boah, nettes Doppel. Oscar kassiert leider. Kapi hatte auch dicke Probleme mit den Tracks sitzen. Stirbt auch. PHP am Schieben. Gar nicht der Einzige am Spot. IMG spielt keinen direkten Go. Ob das mal nicht ein Fehler ist. Guardian holt sich immerhin Kontrolle zurück. Von IMG. Snax macht es richtig genau richtig. Hut, bisschen Kontrolle, Banane. Ja, Mitte ist halt komplett offen.
wenn jetzt eine Haus. Ach, keine Chance dabei gerade in Close Distance. 5 Runde für die Franzosen, 1-3. Sehr starker erste Equip. Auch fein, dass sie dann so kontrolliert dort abwarten. Bin ja gespannt auf sie in jetzt kommende Woche. Haben ja auf der Epsilon ganz gut gegengehalten gegen Very Games. Zumindest auf der ersten Map, glaube ich. Also sind auf jeden Fall berechtigt, das zweitbeste französische Team. Können da international schon gut mithalten. Nette Decoy da von Oscar in die netten Sandkassen. Nip hat das Draw Safe. 15-8. Steht's dort. Also IMG ganz, 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 ganz defensiv. Extrem schimmliger Style. Wie macht jetzt minimal Ansätze einzunehmen. Zieht sich jetzt direkt weg. Flash Mitte hoch. Gardena geboostet. Gute Smokes. Bombe schiebt aber B. Sieht nach einem B-Split aus oder halt direkt dann der Go. So, es passiert nichts. Wir spawnen schon die Pose von Snipes. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Spiegelt sich auch in seinem Frag-Verhalten wieder, dass einfach nichts bei umgekommen ist. Major macht in der Mitte ein, hat einen guten Job da gemacht. Genau das, was er wollte und sollte. Ja, die letzten drei CTs begeben sich da auf dem Heimweg. Nämlich zum Sparen. So, Nip auch vorbei. 16-8 wird das Endergebnis. Moment. Zwei T-Runden konnte AL noch machen. Nip mit 9 T-Runden, 7 CT-Runden. Schöne Banks von den Ts. Nate kommt viel zu früh. Echt ungesehen durch. Ein Haus lenkt nach Kapier ab. Boah, das könnte sogar aufgehen. Er lenkt nicht weiter ab. Boah, Oscar ist richtig blind. Schöne Flashes. Und Kapier war da in dem Moment weggezogen. Ja, hier lag sie. Da kommt echt so eine über Bande hier. Die muss ich mir mal merken. Sitzt auf jeden Fall immer richtig gut. Kapi kurzzeitig zu entschlossen, Sand einzunehmen, dann aber doch umgedreht. Splint. Guardian kann die Refig aber setzen in der Action. Snikes, wichtige Pose auf Spot, kann noch einen machen und Uzi gegen 3. Nate sitzt überhaupt nicht. So, man hat er noch ein bisschen Equipment. Die Bombe müsste auch Spot irgendwo sein. Oh, jetzt sieht die Move den schön aus. Was? Hat ihn aber scheinbar nicht gehört. Ah, Bombe Action. Das ist bitter. 12 Sekunden vor allen Dingen noch. Ui, die Date. Boah, wir sind jetzt noch versuchen mit dem. Ach, warum legt er nicht noch, um seinem Team ein bisschen Geld zu geben? Unverständlich für mich. Somit 3D Max doch weiterhin die Führung behalten. Imaginary hätte gerade die Chance gehabt, hier auszugleichen. Ja,
Also ich grüße die Fearless Chilis und alle, die uns kennen. Nice. Was sind das denn für Servernachrichten? Boah, das kann ich wieder im Haus, glaube ich, erfolgreich. Auch MS HZ macht einen guten Job mit Aave. Kapi noch gut Kontrolle zusammen mit PRP. So, Kapi den Hausflick gesetzt. Pusht auch nicht weiter runter. IMG sollte sich mal irgendwo sammeln. So, sammelt sich jetzt Mitte. Gehen also auf PRP. Und der schiebt gerade B. Ja, es wäre somit komplett frei. Kapi checkt das noch nicht. So, PRP dreht jetzt wiederum, läuft in den T rein. Also nicht gut aufgepasst. Oh, der kriegt sogar einen Frag. Das war schlecht von Major. Auch die Flash von PRP verloren. Jetzt der Split über Action und Hass. Oh, der ist da schon gut mit Timing rum. Oh, nochmal so ein ekelhaftes Timing. Da wird sich aber MSHZ richtig ärgern. Ich glaube, er hat gerade auch mit seinem Mate geredet oder so. Oh, die Nate auch perfekt. Aber Australia kann es vielleicht machen. Nee, zwei waren es ja sogar noch. Schade, aber das Beste noch rausgeholt am Ende. Noch eine Waffe geholt. Bombe gelegt. Nein, muss sogar ohne Kit defused werden. So, auf wen habe ich überhaupt getippt hier? Auf Imaginary, okay. Da müssen sie jetzt aber noch eine ordentliche Chip drauflegen. Guardian mit Aave. Stark. Kann da das Opening machen. Support von Kapi. Schönes Aiming direkt drauf gewesen. Haus steht auch. Super safe. Krass. Starke Defense bisher von 3D Max. Gefällt mir. Aber Imaginary viel zu langsam für meinen Geschmack. Könnten da ruhig gern, ja, ruhig mal ein bisschen was Schnelleres aufbauen. Jetzt auch am Variieren. Zielt Bananen als erste Mal. Sonst wäre er immer Mitte oben gewesen. Geht auch richtig aggro auf Frag. Hat aber auch Maters Unterstützung. Snikes ist das. So, jetzt Smoke Guardian könnte vielleicht... Er wartet halt, ob er einen leichten Frag kriegt. Da schleicht ihm rein. So, jetzt kann er einfach eigentlich verschieben. Tut er auch. Snikes ist da unten unbemerkt. T's müssten... Könnten das natürlich irgendwie erahnen, aber... Wissen, tun sie es eigentlich nicht. So, gerade irgendwo Damage gegeben. What the fuck? Oh, Snikes hatte die Steps noch gehört. Zwei sind direkt links neben ihm. Oh, wird sogar nochmal abgedenkt. Oh, jetzt der Go. Snikes hat da einen gemacht, Guardian stand da auch noch. Oststriker im Döner wird auch geholt. Die Franzosen irgendwie nicht so gut gerade. Ich würde auf jeden Fall mal irgendwas Schnelles einnehmen. Ist eigentlich egal was. Also sei es Mitte oder sei es Banane, von mir aus auch Haus. Irgendwas mal mit schnellen Flashes, mit schnellen Nades. Immer ein bisschen mehr Raum hat am Anfang. Und Banane ist jetzt bisher auch nicht viel passiert.
schönes Fläschchen der Eco. Und da kann KW nämlich auch keinen machen. Schön, hält sich da aber auch gut gegenseitig. Uzi, oh, schön nochmal gegeben mit Pezo 50. Schade. So, 8 zu 2, Halbzeit gehört schon mal den Franzosen von... Nee, Quatsch, den... Serben, glaube ich. Schießt. Schöne Smoke in die falsche. Oh, wieder der Push. Also krass, wie aggressiv sie wirklich sind. Aber da wird gut geholfen beim Mate. Sehr schön. Endlich ist mal ein bisschen Teamplay da. Endlich die Reflex natürlich auch. Oh, gar nicht mit Reflex. Auch hier Vorhand gemacht. Kriegt sogar seinen zweiten. Aber warum kann er keine Nade oder sowas? Gar nicht mit seinem dritten. Eventuell sogar die Chance aufs Ace. Großes Ankern. Er kann sogar wirklich das Ace machen hier. Oh, verschießt leider Hauseimer. Große Sandkasten hätten die jetzt zum Beispiel ungefähr schon töten können. Ja, passiert auch. So, Action noch. PRP. Mit nicht ganz so optimal weggesmoked. Ja. So, dann ist doch noch Snikes. Er pusht direkt durch die Smoke. Wird noch nicht von Dildo abgeaimt. Oh, direkt Fokus von beiden auf Action. Das kostet natürlich jetzt Fokus auf den Spot. Ach, schön. Ach, Shoxi mal wieder Weltklasse. War ja auf der Epsilon auch unglaublich stark. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Statistiken gibt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. MSHZ jetzt auch mal mit Gegenarbe. Wieder der langsame Schimmelaufbau. Falsche Mitte zu viert. Einer Banane. KW wieder oben geboostet am Balkon. Oscar auf Antiflächen der Laube. Hätte gerade Haus. Wir benimmt jetzt Guardian. So, Go kommt noch einer Mitte. Also billiger kann man echt nicht faken, muss ich mal sagen. PHP riecht auch direkt schon im Braten. Sie schieben gerade alle, machen sie eigentlich sehr gut. Aber werden abgeflasht und jetzt schiebt die Match nochmal rüber. Auch sie spielen es gut. Direkt gemerkt, dass er viel Gegenwehr ist. Oh, spielt es jetzt super am Spot. Und Oscar mit ganz, ganz, ganz risikoreicher Posi. Gardi verschießt auch. Oh, und da dreht sich die Runde auf einmal. Ratzfatz. Und da kommt auch direkt die Ansage zu safen. Vierte Terrorrunde für Imaginary. Da würde mich echt mal interessieren, ob der Fake so geplant war. Also dieser Doppelfake. Oder ob das jetzt wirklich nur situationsbedingt war. Schauen wir mal aufs Score. Guardian einfach überragend. Point of Train eigentlich auch schon ganz solide. Da ist mir aber eher Oscar im Gedächtnis geblieben. Mit guten Laufwegen.
Ansonsten eint sich vielleicht MSHZ ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. So, endlich doch mal Bananen ein bisschen eingenommen, ein bisschen zurückgedrängt. Oskar Wiederhaus und ein Akro. Zieht auf Timing rum. Banane fürs Gesetz. Boah, links, rechts, links, rechts. Ja! Oh Gott. Da lackt er eben noch rein. Wahnsinn. Wahnsinn, sowas. Da schießt man mit dem letzten Schuss noch. Und dann läuft ihm der Gegner rein. So bitter. Oh, er holt aber so viel Zeit raus. Beide blind. Wir wissen nicht, was abgeht. Oh, den hat er fast noch weggesprüht. Fünfte Runde. Gutes Mini-Comeback bisher. 3D Max müsste ja auch das erste Mal in die Eco gehen, so wie es aussieht. Wieder pushen sie raus. Guardian als Futter oder was? Da weiß der nicht so recht, wo er hin soll. Carpi da aber mit in Frick gesetzt. Oh, und jetzt mit Timing vielleicht. Einer ist tot. Oh, perfekt einfach. So, mit nachgedeckt von Snikes. Der könnte schnell einen Support. Carpi sieht ihn. Setzt nicht den Frick. Oh, Waffe gesehen von Snikes. Sehr, sehr geil gespielt. Oh, wichtig von MSHZ. Ne, von Shoxy natürlich, von dem sonst. Auch, wobei, MSHZ da auch reingebracht. Also gute Shots verteilt. Sechste Runde hätte man nach der hohen Führung von 3D Max gar nicht gedacht. Von den Slowaken. Damage der Banane gemacht. 3D Max kennt aber auch wirklich nur diese Aufstellung, habe ich das Gefühl. Also bis auf House Push oder Defensiv kennen sie wirklich nichts anderes. So, stehen jetzt eine falsche Mitte ab. Der Rest am B-Kontakten. Die Flash war überhaupt nicht gut. Alter, PHP kann er einfach nur reinhalten. Oskar auch mit aufgepasst. Also der Gau war mal mehr als schlecht. Der hat halt nichts gesessen. Die Flash ist einfach unglaublich schlecht. Nur in den Rücken. Da war keiner wirklich blind. Keiner wirklich unter Bedrängnis. Somit 9:6 die Führung für die Slowaken. Dafür, dass sie die Pistole haben, geht das eigentlich in Ordnung. Also jetzt für Imaginary. Ah, sie hätten eine Pistole verloren. Das. Also ich finde, 6 Runden ist okay. Kann man was mit anfangen? Hier bleibt zum Glück gerade der Score. Mitte kurz gespottet. Das ist auch eingesehen. Schnelle Fläche Mitte hoch. Schaden gemacht. Mit der vielleicht schöne Fläche ist über Bande von Major. Oh, ein Sandkasten darf jetzt nicht sterben. Sehr gut. Und Action wird auch gehalten. Jawohl. Und Guardian stirbt auch. Sehr schön verteidigt von IMG. Sehr gute Fläche, das von Major. Die haben da die Runde auf jeden Fall eigentlich fast gewonnen. Große Sand dann auch den wichtigen Frag gemacht. Und dann war es einfach nur noch ein leichtes, das runterzuspielen.
Letev sieht nach einem späten Bego aus. Er ist dort. Shoxi und Oststriker. Steht. Alle vier Mann dort. Deine Billigfäger mal. Auf den wollen wir uns mal nicht versteifen. Eieiei, haben sie aber richtig Probleme mit dem Bisons Frag zu setzen. Oh. Alter, nochmal gerade so gut gegangen. Souverän da. Ja, souverän ist anders. Anschlussrunde. 3D Max kann allerdings kaufen. Was heißt können? Sie tun es halt einfach. Trotz, dass sie hier keine Bombe gelegt haben. Spiegelt sich natürlich auch im fehlenden Equipment jetzt wieder. Wo zwei Fläche sind, eine Nate bei Snikes. Oh, kriegen direkt beide Frags Mitte. Mr. Z macht immer noch einen. B ist am Schieben. Wird sie on-spot mit Bison. Der Max hat Gas rausgenommen. Guardian, glaube ich. Ah, ne, ist schon tot. Ne, jetzt T natürlich. So, wozu entscheidet man sich? Okay, groß ist gefallen, die Entscheidung. Jetzt mit Timing, mit Timing, Timing 1. Oh, hält einfach rein. Geht wieder weg. Spielt gut auf Schaden. Shoxi. Nice. Den ersten. Boah, den zweiten. Den dritten noch. Hoho. Drei Hits. Ganz starke Runde vom Shoxi. Shoxi Jesus. Jesus MLV. Was auch immer seine Namenskombination auch heißen mag. Vielleicht weiß es ja irgendein Insider. So, alter Mann. Ja. Auch der alte Mann darf da mal ein bisschen Frags stauben. Also jetzt haben sich die Franzosen hier wieder ganz gut rangekämpft. Führen jetzt sogar mit einer Runde. Und scheinen hier immer dominanter zu werden, von Runde zu Runde. Schauen wir mal, was die Slowakei macht. Guardian meistens eher eine Schlüssel... Also Guardian meistens eine Schlüsselposition im Team. Natürlich mit Awe noch wichtiger als mit AK. Döner. Banane wird die ganze Zeit ein bisschen gebankt. Ansonsten passiert hier jetzt nicht so viel. Oh, ein schneller Action. Boah, aber gute Gegenfläche ist Retake vom Hess. Stark. Oh, Major. Macht da Major Kills. Nur noch falsche. Gut, die Einnahme war. Ganz klassischer 1-6-Teil. Ich liebe ja sowas. Oh Gott. Ich liebe ja sowas, die Rippen zu retaken als CT. Oh, das hat gerade wunderbar funktioniert. Tja, nur noch Oscar gegen 3. Bombe ist dort vor ihnen down. Einer Seite gleich genau. Bibo schieben. Von hinten genascht.
Sehr schön. Das ist die Nummer 11. Ah, Goethe. EU All-Star Team versus US All-Star Team, das mehrmals was. Ja, das wirst du auf jeden Fall zu sehen bekommen, demnächst. Wenn es auf die ASEA LAN Finals geht, da wird es sowas auf jeden Fall geben. Da darfst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Ich weiß nicht, wann die Finals sind, ich glaube, das ist auch noch nicht bekannt. Aber vermutlich irgendwann im April. Und das Spiel wird sogar irgendwie eine Bedeutung haben fürs Seeding, also es ist nicht ganz unbedeutend. Und nicht nur just for fun. Und man, die Community darf sogar voten, wer da spielen darf für EU und für US. Bin ich gespannt drauf, was dabei rumkommt. So, die Runde geht aber ganz gut los für 3D Max. Welche diesmal on spot. Keiner große Sand. Major, oh, starkes Aiming. Oh, er bürstet die ganze Zeit, macht richtig gut. Oh, schade, Mann. Ein bisschen mehr Glück hatte da am Ende den Spieler noch. Dann Choxy kommt aber auch viel zu spät. Um jetzt hier irgendwie nur noch. Um hier noch irgendwie einen nennenswerten Schaden anzurichten. Jetzt quasi die Pose hier einnehmen, die Denker-Pose. Ah, schnappt sich noch ein. Ja, und überlebt das Ganze auch. So, legen können sie sich auf jeden Fall. Da an der RS-Posi. Ja. Das gerade nicht. So, da wird B ein bisschen zurückgedrängt. Und dann wird es wohl A gehen. Striker damit vielleicht für seinen Mate. Ah, steht doch komplett defensiv. So, wenn B jetzt nicht stirbt, dann oh, fallen sie drauf rein. MZ fällt drauf rein, muss bleiben. Er muss bleiben. Warum schiebt er denn? Warum? Wie schlecht kommunizieren sie da denn bitte? So, jetzt direkt wieder rüber. Oh, die Bombe geht doch B. Was ist das für ein Go? Mitte. Major macht echt ein überragendes Spiel, muss man sagen. So, Ostschweiger da an der Kabeltrommel. Steht auch gut. Gedeckt von Choxy. Schön. Einen kann er machen. Ruf noch. Schön. Hat Support da. Auch von der Base. Und Snikes letzte gegen 3. Geldmäßig ist Imaginary auch noch gut aufgestellt. Waffe gesaved bei Snikes, kriegt somit kein Geld. Och, warum dattelt er denn da so rein? Checkt doch wenigstens mal irgendein Eck. Ja, es war jetzt unnötig, noch die Waffe zu verlieren. Auch wenn es geldmäßig wirklich mehr als ausreicht. So, hier hat Snikes und die gesavte AK. Boah, kann er ihn sogar machen. Was kann der alte Mann noch richten? Smoked, jetzt Major am Schieben.
So, flecht die Flecht, er flecht ihm, er flecht ihm, er flecht ihm nochmal. Oh, jetzt links checken. Nein! Warum nicht einfach Dev spielen? Oh, zum Glück steht der Mr. Z. Ratz doch nicht, Junge! Oh, der ist low. Uzi muss ich hier machen. Oh, hof, 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 wo ist Uzi, wo ist Uzi? Oh, die Smoke liegt gut. Refrag, schön. Und Bombe im Hof. Oh, Headshot. Alter, wie knapp. Eieiei. Ah, warum nicht einfach Dev gegen eine Glock Eco? Das kann so gefährlich werden, wie man hier gerade wunderbar gesehen hat. Schock sieht auch mit Arme Banane. Also variiert er auch. Oh, Ostriker wäre da auch. Stünde da auch gegen Flash. Oh, nice. An den Säulen da gezielt. Dann drüber, Frag gemacht, perfekt. Oh, und wieder der Jagd der Mitte Retake. Major gefällt mir da wirklich unglaublich gut. Ja, wird leider nur mit einem Frag belohnt, aber ist okay. Die haben immer noch die Überzahl, die hohe Überzahl. 4 gegen 2. Has wurde angegangen, Shoxy Mitte und kriegt seinen zweiten in der Runde, den dritten auch noch. Nice. Ah, sie Imaginary unglaublich gut unterwegs als CT. Spielen so geile Runden teilweise. Und 3D Max kommt hier nicht wirklich drauf klar. 14. Runde schon. Wer weiß. Vielleicht kann IMG ja ein bisschen gegen NiP dann gegenhalten. Gesägte bei... Ach nee, das ist die normale Shotgun bei Oscar. Ja, gute Smoke von Major. Ach, schönes Pre-Aim durch die Smoke. Oh, jetzt... Was? Aha! Snikes gibt ihm einfach durch Smoke. Ist klar. Aber gut, predicted natürlich auch von ihm. Oh, die Situation hat der Major schon mal und die lag eben da vorhin schon nicht. Die ist aber auch enorm schwer zu handeln. Oh. Gibt sie sich tatsächlich so eine Eco ab? Oh, er weiß, dass er in der Ecke ist. Oh, sie! Oh, Mann! Konzentriert sich erstmal auf einen, wobei... Ja, kann mir nicht vorwerfen. Ah, der stirbt jetzt auch. Oh, Mann, ey, das war doch nur eine Eco. Oder? Ne, Moment mal, doch so eine... Komische Echo mit. Oder? Ne, das war. Ach, keine Ahnung. Da war eine Shotgun am Start und irgendwie auch eine AK. Vielleicht war es doch gekauft, was ging. A new live stream platform has called Hashtag wieder. Hash-TV. So, schauen wir mal an, wie der Slam das hier handelt von der Kamera. So, Bombe ist House down. Schöne Nate. Schöne Nate verbrasselt. Oh, Banane, wichtiges Duell. Alter, was ist denn? Das hier manchmal... Wenn ich vom Autodrag da auf einen wechseln will, dann backt das irgendwie rum. Ja, ist doch klar, dass eine neue Streaming-Plattform erstmal keine Lags hat, wenn da niemand streamt. Also Konkurrenz gerne. Jetzt nach dem Twitch. Die alleinige Herrschaft hat quasi. So, da holen sich die Franzacken das Draw. Und Geld ist bei den Slowaken nicht viel da. Und das sieht wirklich danach aus, dass sie heute ihre zweite Niederlage einstecken. Das ist natürlich ein enormer Dämpfer für die Motivation für das LAN-Event.
Vielleicht aber auch ein nochmal Ansporn für die Teams, fürs Team, da noch mehr Gas zu geben jetzt in der letzten Woche, in der verbleibenden Zeit. Da gefällt mir auch, wie safe Imaginary spielt. Haben da aber Contact, spielen gut auf Damage, zieht sich direkt wieder weg. Natürlich auch, wenn man den First Track schon gefangen hat, lässt Choxy da auch allein am B. Dreht Max aber auch am Bewegen, wirklich alle dahin. Und es geht auch schnell drauf. Und Choxy spielt's. Oh, er geht auf Risiko. Gutes, das war mal eine gute Flash. Oh, und er muss sterben. Auch wenn Kalian da richtig lange braucht. So, die beiden machen es sehr, sehr schön. Haben da Ostrike auch noch zu sich geholt. Gute Entscheidung, der hat direkt safen gegen 5. Gibt es wirklich überhaupt keinen Grund, das noch zu versuchen. Außer es ist die letzte Runde. War die EM Katowice eigentlich eh nicht? Nö, war LAN. Ob ich sofort im Anschluss NIP mache? Natürlich. Es kann sowieso nicht eher losgehen, bevor hier nicht Imaginary fertig ist. Wird natürlich noch seine 5-10 Minuten dauern, bis die Spieler wieder ready sind und so, aber es sollte doch relativ nahtlos dann weitergehen. Sagen, er spielt schon eine gute Awe auch, der Junge. Er trifft, also bisher, wo ich drauf war, hat er eigentlich jeden Schuss gehittet, oder? Spontan fällt mir jetzt nichts ein, wo er verschossen hätte. Das Track vermutet er wirklich in jeder komischen Ecke. So, gute Ausgangslage. Oh, da gab es, glaube ich, gerade einen Move in den Döner. Ins Hausmaß. Ja, da sieht man eine Flash. Die gab es wahrscheinlich vom Hess, von MSHZ. Hat somit schon mal ein bisschen was ausgeschlossen. Baut jetzt gerade um. 3D Max wieder unterwegs Richtung B. Somit wieder Zusammenspiel aus Striker. Shoxy interessant. Ist blind. Ozzy. Macht Damage. Macht Damage. Ja, hat einen noch mitgenommen. Oh, Mist. Den Schuss versemmelt er. Macht aber auch noch ein bisschen Damage. Was? Im Vorbeilaufen oder Banane? Keine Ahnung. Oh nein, die Bombe leider nicht. Oh, er wird schon von hinten attacked, oder? Ach Mist. Oh, bitte kein Draw. Ah, fände ich ein bisschen ungerechtfertigt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal wieder machen, irgendwie von so einem Koma dran zu kriegen. Das ist immer schwierig. Also für ein Spiel nur ein zum Beispiel. Und dann jetzt so vor den Events haben die Spieler natürlich auch alle eher keine Zeit darauf. Dazu. So, das hat jetzt vielleicht mit gutem Timing, bitte. Haha! Break gesetzt, kann er ausschließen. B. Nur von Ostrike gehalten. Major schon da. Schieben jetzt darüber. Haben noch sogar noch Flash. Oh, Ozzy sollte dagegen flashen. Wenn er da stirbt, wäre es scheiße. Eine Flash sitzt noch, aber die Mates viel zu weit weg. Das war schlecht gespielt einfach. Er hat doch zwei Flashes, nutzt sie doch, Junge. Uzi aber da. Uzi, 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 Uzi. Oh, er steht. Macht sogar dort noch ein bisschen Schaden. Choxy jetzt. Komm schon, holen dir doch! Oh, Guardian, einfach perfekt da die Kabeltrommel genutzt, um da wirklich Damage durch das Ding zu machen. So, jetzt kommt es wirklich auf die alles in entscheidende Runde an. Draw. Oder Sieg für Imaginary. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass EMG das jetzt macht.
So, und CMSHZ, Major am Gang. Oh, Rippen eingenommen. Oh, pass doch Häs auf, Junge. Alter. Was ist das denn? Alter, ist nicht euer Ernst. Was? Wie kann er da denn nicht aufpassen? Stark von Uzi noch. Komm schon, Uzi, hol dir. Komm, schnapp sie dir alle. Oh, sie ist da. 2-2. Ist machbar. Shoxi lebt noch. Bester Mann. EU. Dann sagen wir mal Top 2 FR. Sagen wir Top 3. Im NBK Scream. Beide über Action. Spot Flash. Nein. Oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist tatsächlich das Draw. Meine Güte. Oh, da verschenkt's Imagine irgendwie, was die auch immer gerade da Mess gemacht haben. Das ist ja mehr als schlecht. Keine Ahnung, da wollten sie, glaube ich, in der Mitte einnehmen und 3D Max einfach schon mit Gas Hess durch und der hat das irgendwie nicht gehört oder nicht mitbekommen. Schade, Mann, aber immerhin haben wir ein interessantes, knappes Spiel gesehen.